Hallo und herzlich willkommen zurück bei Titan Quest Ragnarök. Ja, wir sind jetzt am Olymp angekommen, der Showdown kann beginnen. Es gibt dann aber noch zwei weitere Akte, also das Spiel ist noch nicht fertig jetzt. Ja, wir werden schauen, ob wir ihn besiegen können. Jetzt muss ich ja dann nächstes Mal wieder sterben, drittes Mal. Aber wir haben uns gut geschlagen. Wir werden natürlich dem Titan keine Chance geben, wie er uns nicht. Wird wahrscheinlich ein Extremstellungsspiel sein. Okay, die Lebensfresse ist nicht gerade so gut gegen mich, oder? Habe ich mal. Ja. Schwarze Lebensfresse und dann noch Magier. Das wird schwer. Und wieso sind die Wölfe wieder so extrem schwach gegen Lebensfresse? Eieiei. Dass sie einfach zu stark sind. So. Komm. Ach, kommt jetzt. Muss ich saufen. Dieses Bier. Ei. Dankeschön. Ja, ich habe wie im letzten Part auch gesagt, mit den letzten Parts, dass ich jetzt einen Zweitcharakter hochspiele mit dem Wurfcharakter. Mache ich mit Jagd und Kriegskunst. Bin mal gespannt, wie. Okay, da kommen verschiedene Gegner wieder. Okay. Wie gut der sich macht. Na, wir haben ja eine gute Wurfwaffe gefunden. Dankeschön. Ist das so nett? Die Gegner haben es in sich hier oben. Das ist extremst. Gut. Kommen die letzten, also die weiteren, die sich schon abgeschüttelt haben. Aber wieso droppt ihr nichts? Ein Säbel. Okay. Nächster. Da greifen sie die Pets nicht so an. Aber den zweiten, ja, können sie annehmen. Wunderbar. So. Je schneller wir vorwärts kommen, desto cooler kann der Kampf auch sein. Ja, der wird wahrscheinlich lange gehen. Aber schön, dass er alle Pets mitgenommen hat. Alle Monster mitgenommen hat. Ich habe alle Pets mitgenommen, fast. Boss. Ja, mehr Pets kann man ja nicht mitnehmen. Okay, einen Wolf kann man noch mitnehmen, aber wir haben noch nicht so viele Naturgegenstände gefunden. Ja, genau, One-Hit. Ja, sicher. Das habe ich natürlich gerne. Ja, da können wir nichts machen. Da müssen wir sterben. Ja. Dummheit! Dummheit entwickle, ihr seid so dumm. Heieiei. Das regt halt so extremst auf langsam. Aber jetzt fängt er einfach zu sterben an. Ich wusste es. Dass es halt einfach so unfair sein kann. Das ist unglaublich. Aber wie kann man nur so also Monster mit Stunts, so extrem viele Stunts einbauen? Kann man nichts machen. Die kreisen und kreisen uns einfach sofort auf. Das nenne ich jetzt auch mal als dann, aber wenn es mich dann und dann sofort umkreisen kann, dann ist das Spiel eigentlich zu unfair. Aber gut. Ja, ja. Die haben das natürlich mit Ragnarök noch viel unfairer gemacht, indem sie einfach die Items rausgenommen haben. Also, dass man die Items einfach kaum findet. Und ja. Ist so.
kann man nicht anders sagen. Ja, sicher, schon wieder sofort auf mich. Danke, aber darf ich irgendwie ausweichen können? Ja, jetzt bin ich schon wieder... Ja, ich kann nichts machen! Als Pet-Beschwer kannst du nichts machen, wenn die ist dann. Als andere kann man das auch nicht machen. Entweder man braucht Resistenzen, was man nicht findet. Hallo, wird da doch beschworen. Oder du kannst einknicken. Und man findet einfach keine Items mit Resistenzen. Das letzte Resistenz-Item war ein grünes Item beim Händler, das extrem viele Millionen gekostet hat. Aber das ist Wahnsinn. So kannst du es abknicken, zu überleben. Die Entwickler sind so strunzdumm. Als ich das erste Mal Akt 5 gespielt habe mit einem Charakter, den man natürlich auswählen kann und sofort starten kann, in Akt 5, ja, kannst du abknicken, stirbst du sofort mit dem ersten Schlag. Die haben das so schlecht balanciert, alles ist so schlecht balanciert. Das ist unglaublich. Und das macht mich wieder wütend. Jetzt kommen die großen, ja. Ja, genau, das sind einfach mal die Bosse von Akt 1. Ich laufe jetzt alles runter bis zur großen Halle. Bis zum großen Ding. Platz. Okay, geht wenigstens nicht mehr auf mich. Aber schon extremst, wie die kreischen. Die kreischen ja nur immer. Das macht so viel Schaden an Pets. Wieso kommen die Pets eigentlich nicht zu mir? So, einen haben wir. Ja. Noch eins abbekommen, aber gut. Ja, ich bin gestunt gewesen. Das ist ein Scheiß. So. Okay, Hit and Run machen, das ist das Beste. Gut. Wieso die auf mich gehen, wenn sie sehen, dass sie nicht treffen können? Keine Ahnung. Geht jetzt auf den vorne, nicht den hinten? Könnt ihr nicht angreifen, wenn ich ihm wieder weggehe. Ach du Kai. Also ich habe schon Lust, einen Mod dann zu machen, wenn das Projekt fertig ist. Es geht zwar noch extrem lange, aber ich kann hier mich schon mal ein... ja, kann schon mal ein bisschen einfinden in dieses Modding-Projekt. Nochmal zwei. Und da kreischt er schon. Er lacht schon. So macht man das. Das ist nämlich Stammesanführer, die sind natürlich viel stärker als im ersten Akt. Und Level 42 extremst. Ja, das ist natürlich die letzte Hürde. So, denke ich mal. Ja, ich wusste, dass so goldene Dächer hier sind und so. Das kennt man auch aus anderen Filmen aus dem Olymp. So, sind wir bereit? Ich glaube kaum, aber ja, müssen hier durch. Hä? Wir müssen ihn besiegen. Die Pisse. Ja, ganz genau. Er tut mal noch alle töten. So, du Feigling. Er greift mit allem an, was er hat. Und besiegt auch alle sehr schnell. Ich nehme da mal einen Schritt, nicht einen Erfahrungsschrei. Was ist los? Ja, danke schön. Du bist zwar ein netter Kerl.
Der ist jetzt nur als Ablenkung, weil alle sind auf Abklingzeiten. Der Dornenschrein, der werde ich später noch reinhauen. Ja, sofort tot alle! Und dann tut er irgendwas noch fressen. Wie soll man denn als Petmark erschaffen? Die Pets können ja keine Elementwiderstände bekommen und allem. Das wird es wirklich Dummheit. Einfach nur Dummheit von den Entwicklern. Wahrscheinlich einfach, weil sie extrem wenig Zeit in das Spiel setzen. Jetzt einfach mal kurz wieder raushauen. Neue Seton. Einfach nur der Brandschaden von diesem Feuersturmangriff macht den Pets tot. Okay, jetzt habe ich die falsche Taste gedrückt. Hallo. Darf ich den bitte einsetzen? Was ist denn so schwer, liebes Spiel? Ich will den mal im Nahkampf sehen, aber... Okay, er fließt sogar. Okay, viel Schaden gemacht. Bravo. Der war gut. Wenn man viel Schaden machen kann, kann man das auch noch ein bisschen. Ja, jetzt kann ich. Das ist mal das Wichtigste. So, jetzt will ich gerne noch einen Schrein haben, der da. Aber in dieser Phase, wo er viel macht, möchte ich schon ein bisschen einen Schrein machen. Blau ist tot. Albtraum. Komm jetzt! Ach, Wölfchen, jetzt. Man muss immer extrem stoppen, um die zu beschwören. Ist nicht gerade leicht. Aber ohne Tod habe ich den noch nie geschafft. Also, jetzt einfach mal entgehen ihm. Das ist nämlich wichtig, dass die Pets jetzt gerade nicht getroffen werden. Noch ein bisschen. War nicht den? Den da? Ich habe gar keinen Schaden mit dem, vielleicht hat er mich getroffen, scheinbar. Sofort wieder beschwören, wenn er getroffen wird vom Feuer. Ah, das wird was. Das wird einfach was. Wenn nicht, ist auch nicht egal. Weil der Kampf hat schon in sich. Ja, haben sie eigentlich relativ gut gemacht vom Schwierigkeitsgrad. Gar nicht. Ja, genau, der wurde getroffen, obwohl der Strahl zu mir gekommen ist. Ja, sicher. Und dann der, wurde auch getroffen ist. Ja, genau, macht doch noch mehr Schaden. Angriff habe ich jetzt nicht verstanden, dass da links ein nach links geschossen wurde. Okay, jetzt wurde ich getroffen. Wenn diese scheiß Najad. Yes! Yes, ich habe es überlebt.
Ja, kann man nichts machen. Ja, endlich habe ich sie wieder. Ja, er hat mich getroffen mit Marie. Mann. Ey, also jetzt wird's schon zu unfair. Ich darf nicht mal irgendwas machen. Noch ein bisschen. Wieso kann ich da nicht? Das ist gar kein Magie im Mana-Schrein. Ebenso im Mana-Schrein. Schade. Wieso nicht ausrasten? Hä? Wieso tun alle Bosse beim Endboss ausrasten? Wieso werde ich fast getroffen und mein Pet wird getroffen? Hä? Es ist so komisch. Steh doch endlich! So macht dir keinen Schaden. Es ist nicht auszumalen, wie ich hier rummale. Ja genau, schon wieder tot. Und der wird natürlich getroffen, weil er sich nicht bewegt. Ach, die Pets sind manchmal auch extrem dumm. Darf ich jetzt bitte mal ihn besiegen? Ich muss eine Taktik ändern. Nur noch so herumlaufen. Noch ein bisschen. Yeah, mehr Angriffe. Yeah! Worthy of Song war das Achievement. Oh, wie er zu einem Skelett wird. Oh, ich bin sei kaputt. Sei gegrüßt, mächtiger Held. Ich bin Zeus, König der Götter des Olymps. Wir sind dir ewig dankbar, dass du uns geholfen hast, Typhon aufzuhalten. Niemand hätte jemals gedacht, dass ein Mensch einen Titanen besiegen könnte. Die epischen Helden sollten vor dir auf die Knie gehen. Und vielleicht tun sie das auch noch. Der Kanal zwischen unseren Reichen wurde zerstört. Du hast bewiesen, dass die Menschen bereit sind, ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Deine Welt der Sterblichen ist noch nicht sicher. Und ihr müsst das jetzt selbst in die Hand nehmen. Geh, größter aller Helden. Es gibt noch viel zu tun. Oh, nett. Ui, ein Heilstab. Okay, schade. Aber nette Items. Nein, nette Items. Aber eben, den Boss könnte ich jetzt noch längere Zeit nicht besiegen mit meinen Pets. Also so lange brauchen meine ich. Schon besiegen, aber farmen könnte ich ihn nicht. Oh, schaut euch mal diese sexuelle Pose aus. Das ist ja... Die Arme, die wurde weggeschleudert. Jetzt habe ich nicht mal den letzten Schrein genommen. Oh, ich wollte ihn noch nehmen. Hier ist auch noch einer, okay. Drei letzte Schreine. Ja, ich hätte noch ein bisschen etwas rausholen können mit Schreinen, aber nur wenig. Ich habe ja immer fast keine Pets gehabt. Okay.
Ja, wir haben so das Portal betreten natürlich. So, Tempel des Apollon. Ja, das ist ja auch bei Troja vorgekommen, Apollon. Ich bin blind, aber ich sehe. Bester Anfang. Ich sehe, dass dich eine neue Reise erwartet. Deine Taten hier oben haben unten für Unfrieden gesorgt. Du musst deinen Weg dorthin finden, wo das Schicksal aller Menschen liegt. Ansonsten werden viele der Größten verloren sein. Suche die Hexe des Ixischen Waldes. Nur sie kann dir den Weg zeigen. Okay. Mutig ist na? Die Hexe vom Ixischen Waldes. Ah, Koloss von Rhodos. Nett. Ganz kaputt. Oh, ist der Kopf. Oh. Überrascht, Rhodos in einem solchen Zustand zu sehen? Viel ist heute geschehen. Wir haben schwere Zeiten hinter uns, aber die guten. Okay. Medea kam vor Jahren zum Ixischen Wald und jetzt ist sie nur noch als die Hexe bekannt. Es mag sein, dass sie vielen hilft, aber jene, die sie aufsuchen, müssen auch mit ihrem Zorn rechnen. Okay. Hm. Okay, hier ist der. Den wollte ich noch es erreichen. Wird gesagt, dass ein großes, gepanzertes Monster, so groß wie eine Trireme, an der Küste Damatrias gelandet sei. Es führen zwei Wege nach Damatria. Einer durch die Höhle von Ortea, der andere übers Meer. Ich schätze, dass jetzt nur noch ein Weg offen ist. Okay, durch die Höhle. Mein Sohn ist schrecklich krank geworden. Die Heiler konnten nichts tun. Wir haben Medea um Hilfe gebeten, aber sie ist grausam. Sie sagte, dass sie mir nicht helfen würde, bis ich ihr das große Buch irgendeiner alten Königin bringen würde. Wie soll ich da drankommen? Eine von Medeas Schülerinnen. Sie wollte helfen, aber Medea hat sie wieder an die Arbeit geschickt. Procne war ihr Name. Ich bin mir sicher, dass sie etwas über dieses Buch weiß. Möchtest du deine Sachen verstauen? Das habe ich jetzt gar nicht so mitbekommen. Lebensgewinn für uns. Also eben nicht für uns. Todesrassel haben wir, glaube ich, schon. Ist der noch relativ gut? Ja, jetzt habe ich leider hier den Bogen noch drin. Keine Essenz, die ich rausnehmen kann, weil sie doppelt so angefangen ist. Doch, hier. So. Gut. Stecken wir die zusammen. Kann raus. Und Flächen haben wir nicht. Was ist Flächen? Okay, ich werde mal kurz Todesrassel, Seelensitten, das ist sowieso für uns, was müssen wir dann machen, Blattlied, Kristallträne haben wir nicht, Rebengewächs haben wir, aber Blattlied haben wir auch nicht, der Kristallträne haben wir auch nicht, also, den wieder rein, dann der Trank, also, Trank ist da, doppelt. Und das mal. So. Dann haben wir noch einen Platz für Urmagma. Ja, und der Rest kann ich verkaufen. Ist jetzt nicht so gut. Meine Ehre! Die arkanischen Künste sind nicht mehr als das Zurückrufen von Erinnerungen an Geheimnisse, die du einst kanntest. So, was haben wir beim Händler? Wir haben Lebenskraftschaden auch nochmal. Aber wirklich, ich dachte, das bringt mehr. Aber ist wahrscheinlich einfach wegen dem wenig Boni schwach. So, also zu geringer Boni.
Und jetzt haben wir hier eine neue Ausrüstung, die schon ein bisschen zu aufgeteilt ist. Also ja, viel zu viele Löcher hier in den Handgelenkschoner. Ja, ein bisschen mehr Schaden würde eigentlich gut tun, ist aber auch sehr teuer. Oh nein. Okay. Ja. Nehmen wir den Stab. So. Und ja, dann haben wir alles. Sei deiner Natur treu. Ich komme nicht an Eisen. Der Preis von Bronze. Da sind sie schon ein bisschen besser aufgeteilt. Und man sollte halt einfach, das ist wieder griechisch, okay. Man sollte einfach schauen, wenn man so Skins macht, dass es halt auch gut aussieht. Lieber ein bisschen mehr zusammen machen, als so weit auseinander. Nicht genau so anzeigen, wie es dann am Charakter aussieht, so sieht er mehr aus. Die erste Kiste ist kostenlos. Die erste Kiste ist kostenlos. Wir könnten dann irgendwann mal erweitern, aber erst wenn wir dann Platz brauchen. Jo, ich werde die Sachen hier in die Kiste tun. Das sind die Vault. Und wir sehen uns dann bei mir im nächsten Part wieder. Sicher. Dankeschön fürs Schauen. Und ja, viel Spaß mit anderen Videos. Und ja, schöne Weihnachten. Tschüss.